Einfach sowas Mittelgroßes, ne? Dass man sagen kann, ja komm, mit 42 rein, mit 82 oder sowas raus, das wäre vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einem weiteren Video auf Daddy Skins. Zuallererst kommt wie immer die Belehrung, ihr müsst 18 sein. Wenn ihr gamblen wollt, denkt da bitte dran, ihr müsst auch euch und euer Geld unter Kontrolle haben. Es bringt niemandem was, wenn ihr hier Geld reinjallert und dann komplett am Boden zerstört seid. Spielt bitte nur mit höchster Verantwortung und wenn ihr diese Verantwortung nicht habt oder auch das Geld meinetwegen nicht habt, dann erstens schaut mir einfach zu, wie ich Geld verspiele. Easy peasy. Und zweitens, nehmt gerne am heutigen Giveaway teil, denn man wird 10 Euro Spielguthaben für Daddy Skins gewinnen können, dazu aber gleich mehr. Und denkt bitte dran, wenn ihr bei euch ein Problem feststellt oder auch bei Kumpels, Leuten aus der Familie und so weiter und so fort in Richtung Spielsucht, dann wendet euch bitte an die Hilfe. Ich habe die einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, draufklicken, da ist auch extra eine Rufnummer, die man anrufen kann und dann klärt die ganze Geschichte. Let's go. Wir haben 500 Dollar wieder aufgeladen bekommen und werden direkt in die neue Case reinspringen und zwar die Toxic Origin Case. Da habe ich ultra Bock drauf, denn das Teil kostet, naja, nur, ist jetzt vielleicht doch ein bisschen krass gesagt, aber 71 Dollar und das Schlechteste, das man daraus ziehen kann, sind 42. 71, 42. Das ist echt krass. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit wird man hier vor allem diesen ganzen Kuschel hier unten ziehen und halt Stück für Stück ausbluten. Aber nichtsdestotrotz, also Knife ist Knife, oder? Machen wir die jetzt direkt auf? Komm, wir machen jetzt direkt mal eine auf und gucken dann einfach später, ob wir nicht noch ein, zwei Mal reingehen, nachdem wir heute die Gewinne sind. Ah ja, okay, gut. Gut, also wie ich es schon, ich sag mal angedroht habe, Shadow Daggers Rust Code in Battle Game. Das ist, sind das die, naja, nicht ganz schlechtesten, aber schon. Naja, aber immerhin ein Knife. War ja auch klar, bei der Knife-Kiste. Wir werden hier später noch mindestens einmal reingehen, vielleicht sogar zweimal. Ich habe von Sneasel noch zwei Tipps bekommen, und zwar einmal die Premium-Case und einmal die Top-100-Case oder so. Moment. Da ist sie, die 100. Wir gehen zuerst mal in die Premium-Case rein. Auch wieder 72 Dollar und das Schmalste sind hier sogar nur 3 Dollar noch was. Also hier fällt man wirklich richtig, richtig krass auf den Ass. Aber da müssen wir durch, denn wir werden jetzt ja sowieso gewinnen, das ist klar. Letztes Mal haben wir, Ich wollte gerade sagen, letztes Mal haben wir ja doch ziemlich krass die Hosen ausgezogen bekommen. Fast alles verloren, nicht wirklich viel rausgezogen. Ja, also von 72 auf 23 runterzufallen ist krass, aber die Hyperbeast, die ist immerhin ganz cool auf jeden Fall. Also ist ein ultra geiler Skin. Aber halt nicht für den Kaufpreis, ne, den ich jetzt hier praktisch reingejallert habe. Wir switchen direkt rüber auf die 100er, weil das auch wieder so eine richtig dicke Fette ist für 82 Dollar. Wie die für... Oh Gottes Willen. Ach du Schissel, my whistle. Das ist wirklich krass. Das ist, also wir machen die natürlich noch auf und jetzt gehen wir dann erstmal in die mittelstarken Gefilde. Oh, die Integral, auch sehr bruchgegangen. Holy shit. Ja, es wird jetzt dann in den kommenden 2 bis 3 Tagen ein Giveaway geben und zwar auf Twitter. Ein Daddy Skins Giveaway, das über meinen Twitter-Account läuft und dort kann man eben teilnehmen und 10 Euro Guthaben bekommen. Und darum schauen wir jetzt mal kurz rein, was man dafür eben so öffnen kann. Da gibt es natürlich auch einmal die Option mit den Bonanza-Kisten, bei denen man eben auch auf diesen Main-Gewinn abspielt. Da haben wir die für 1 Dollar, für 5 Dollar und für 5,14 Dollar. Da muss man dann natürlich gucken, dass man sich da das gescheit aufteilt, weil man kann die beiden eben dann nicht gleichzeitig oder nacheinander aufmachen, zwecks Geld. Bei der Ice-Stone-Kiste, was haben wir hier? Ja gut, da muss man natürlich wie bei allen Kisten eben einfacher Lack haben, das ist klar. Die Desert Stone und die Lava Stone, die hatte ich schon und die habe ich schon aufgemacht. Die habe ich auch geraten bekommen von euch, also die sind auf jeden Fall empfehlenswert. Und wenn man sich grundsätzlich umschaut, hier vorne natürlich die beiden kleineren Kisten. Es gibt dann auch diese Free Case, die ihr dann auch öffnen könnt. Ja klar, das zählt ja als Einzahlung. Und eben noch weitere Kisten, die unter 10 Dollar oder 10 Euro liegen. Aber ja, da müsst ihr halt ganz genau gucken, wie ihr es euch am besten staffelt. Also bei Sparkles weiß ich direkt, da gab es nicht viel. Ich habe da einen Daumen nach oben gegeben? Sparkles. Habe ich da was Gutes gezogen? Ich muss es kurz für euch testen. Hatte ich da was Krasses? Beim Sparkel. Ich dachte gerade ganz kurz, ich habe einen Knick in der Optik gehabt und dachte, oh geil, Red Laminate, nimm mal gerne mit. Ey, aber der Sticker ist ja auch nicht übel. Ach Gott, ich meine, den haben wir weg, aber guck mal da. 6 Euro. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Ja. Ja, ja doch, Daumen kann man auf jeden Fall oben lassen. Kann man schon machen. Und für die, die
18 Jahre alt sind, mindestens verantwortungsvoll reinjallern und eben auch ein bisschen mehr möglicherweise dann zur Verfügung stehen haben, mache ich auch nochmal die Snakestone-Kiste auf. Die meine ich, habe ich auch schon geraten bekommen, es ist sogar eine beliebte Kiste, so ist sie zumindest bezeichnet dort auf der Seite. Wir gucken mal für $42, was... Also so ein paar mittelgroße Gewinne würde ich schon mitnehmen, auf jeden Fall. Es muss gar nicht sein. Einfach sowas Mittelgroßes, ne? Dass man sagen kann, ja komm, mit 42 rein, mit 82 oder sowas raus, das wäre vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Also ich bin wirklich Wahrsager, sag mal. Auch einzeln nochmal geöffnet. Aber immerhin, also nach diesen, die Scheiße, das war jetzt halt Lucky und einfach, naja, der Warschmecker mal wieder. Oder wie habe ich jetzt gesagt, der Hellschmecker, ne? Weil ich es geschmacklich hell sehen kann, ja. Da bin ich fast nochmal dazu verleitet, ein weiteres Mal, denn alle guten Dinge sind ja theoretisch 3 Öffnungen. Ich habe jetzt ja auch erst 3-mal geöffnet, klar, na sicher. Ja, ja, eine Point de Sirü, meine Damen und Herren. Ach, schön in Minimalware sogar. Auch ein schönes Teil für die Giveaways. Ein sehr schönes Teil. Gönnen wir uns. Und ich habe ja gesagt, wir gehen noch mindestens einmal in die Toxic Origin rein. Das werden wir jetzt auch machen. Denn es fühlt sich nach wie vor extrem verführerisch an, für $71 in eine Case reinzugehen, wo du maximal oder vielmehr minimal 42 rausholen kannst. Was willst du mehr? Also, die Denke ist eigentlich blöd, ne? Wahrscheinlich ist die Denke sehr blöd. Aber auch nicht so arg. Es gibt Kisten, die kosten ähnlich viel und da kannst du auf ein paar Cent runterdroppen. Also das ist dann schon hier wirklich fast eine Gönnung, würde ich sagen. Fast eine Gönnung. Also Leute, oh, ein Blue Steel. Also jetzt nicht auch ultimativ krass, aber gar nicht so extrem viel Minus gemacht. Wirklich nicht. Das ist in Ordnung. Ist in Battle Game, müsste man dann mal anschauen, wie das aussieht, so von der Wear her. Aber ja, das geht wirklich klar. Lasst uns mal jetzt noch kurz Folgendes machen. Vor kurzem hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben, dass er es cool findet, dass hier auch die ganzen normalen Kisten vorhanden sind, weil man die hier dann eben auch einfach öffnen kann. Und ich hätte schwören können, ich habe das beim ersten Video auch schon gemacht, also schon geöffnet, aber bin mir da gar nicht so sicher. Von daher machen wir jetzt einfach mal noch 1, 2 von diesen Kistelchen auf und gehen dann nochmal in die Knife Case. Das war klar. Und da würde ich sagen, gehen wir mal direkt in so eine eSports 2014er Case. Weil sowas hat man heutzutage ja eher selten, ne? Richtig geiler Kram ist da jetzt auch nicht drin. Also ich gucke jetzt in den unteren Bereich natürlich. Hier oben sicherlich schönere Dinge. So eine Bullet Drain ist schon ganz nett. Und dann geht es hier weiter. Da kann man auf jeden Fall mal, komm, machen wir mal 2 auf. Denkt dran, wir wollen noch die Knife-Dingens öffnen. Darum gehe ich jetzt hier nicht komplett deep. Ja, das ist später alles für die Upgrades. Gehen wir noch hier in die 2013er Wintercase rein. Und schauen mal, ob die uns zufällig was Hübsches gönnt. Ah. Warum sind die 1 Euro wert? Ich glaube, die habe ich auch ziemlich hässlich im Kopf. Sehr, sehr hässlich sogar. Somit gehen wir jetzt hier nochmal, ein letztes Mal, zumindest für heute, auf die Toxic Origin Case und werden jetzt hier gleich öffnen. Aber davor noch Folgendes. Zuallererst schaut gerne bei den Social Medien auch von Daddy Skins vorbei. Guckt hier oben auf den Kalender. Es gibt Events, Giveaways und so weiter und so fort. Nicht vergessen. Und schaut natürlich auch in die Arena und auch in die Gunfights rein. Die Gunfights haben mir bis jetzt am wenigsten gefallen. Vielleicht auch einfach nur, weil ich ein Keck bin. Es dauert halt auch immer so lang und hin und her. Die Arenas sind sehr, 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 sehr geil. Also wirklich richtig, richtig sweet. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal kurz hin. Vielleicht verkaufen wir 1, 2 Sachen und machen noch ein bisschen was in der Arena. Aber heute, also gerade eben mit dieser Toxic Origin, hatte ich mir sowieso vorgenommen, dass wir da in die Knife Challenge, sag ich mal, reingehen. Und ja, deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall mal unser bis dahin letztes Geld hier reinjallern. Let's go. Großer Gewinn. Komm her. Safari Mesh. Großer Gewinn. Shit, dude. Die verkaufe ich direkt, gehe noch ein bisschen in die Arena. Ich mache jetzt einfach selbst eine. Die bieten nichts Gescheites an, vor allem nichts für den Preis halt. Ich will nicht irgendwie nur bei $2-3 rumhampeln, sondern will jetzt auch mal hier ein bisschen mehr. 31 jetzt auch nicht insane, aber schon. So. Und wenn keiner rumkommt, mache ich es halt mit Bots. Was soll's? Kurz warten. Oh, ist direkt einer da. What the fuck? Ich wollte mich gerade zurücklehnen, was trinken. Oh, du Lurch. Da hat er aber richtig was rausgeholt, der Gauner. Da hat richtig was gezogen. Wir gehen einfach jetzt erstmal über zu den
Upgrades, meine Damen und Herren. Sodele. Ich packe mal ein bisschen was rein. Also, ich habe jetzt mal so ein bisschen Kruschel reingepackt. Wir sind jetzt bei $4.25 und gehen auf mal 2 und gucken mal, was, oder wisst ihr was, sollen wir auf mal 5 gehen? So richtig frech. Wobei, so ein Patch, eigentlich kacke. Aber so eine Mac 10 Stalker. Leute, da sehe ich mich schon. No, da sehe ich mich. Ich packe noch ein bisschen Kruschel rein. Und ich denke, diese Phantom zum Beispiel kann man auch noch machen. Dann haben wir 27%. Ja. Das wird gehen. Das wird reichen, Leute. Willkommen, Stalker. Also in letzter Zeit ist wirklich der Wurm drin. Und ich glaube, das erste Upgrade geht bei mir immer schief. Ich habe, glaube ich, noch nie das erste Upgrade knacken können. Also komm. Also 46%. Da kann man schon mal ein Auge zudrücken. Das geht auf jeden Fall gleich mal auch kurz die Augen zu. Dann machst du sie auf. Oh Mann, was? Ich bin jetzt eben mal ins Inventory, um zu schauen, was wir heute so gezogen haben. Und wir sind bei 13 Items, jetzt nach dem ganzen Verkaufen und hin und her gehuschel. Und bei insgesamt $278, die wir heute rausgeholt haben. Wir sind mit 500 rein. Das ist, das ist schmerzhaft, ne? Also meine Damen und Herren, ich werde jetzt an die Auszahlung gehen und habe mir bereits einiges ausgesucht. Ja, ich weiß, ihr freut euch, dass es diese AK-47 Bloodsport, die Blutsport geben wird. Die holen wir schon mal raus. Und weil die schon so, ja, ich sag mal, teuer ist, werden wir dann den Rest noch mit Filler-Skins für die Giveaways auffüllen. Also die ganzen Sachen, die es immer für den zweiten Platz gibt. Ne? Wenn man die Bloodsport oder meinetwegen die hier was weiß ich, die Hyperbeast nicht gewonnen hat, weil jemand anderes gewonnen hat, dann ist man als zweiter Gewinner aber immerhin mit einer Blueprint beschenkt. Diese Lama-Cannon, die MP7 Nemesis, USPS Cyrex auch immer wieder gerne genommen, eine P250 Asimov auch, nice. Und da hatte ich hier unten noch irgendwas, das ich schon wieder... Ah ja, die Reaktor, genau. Die Reaktor finde ich halt sehr, sehr cool. Und ja, das sind somit 7 Items. Wir stehen wieder bei $100 und werden jetzt halt eben auszahlen. Und schon sind die Trades da. Der Revolver ging nicht, da kam irgendein Fehler. Ich nehme an, der ist einfach gerade nicht am Start. So wie beim letzten Mal, ihr erinnert euch, mit diesen Stickern, die haben auch nicht funktioniert. Wir nehmen jetzt hier alles an und sehen hier wunderschön alles auf dem Steam-Account. Richtig, richtig, richtig geil. Also da haben wir wieder schöne Sachen. Wir haben jetzt generell für die nächsten 14 Tage alleine schon die Giveaways stehen. Und die Sachen kommen dann oben drauf, werden oben drauf gepackt. Und gerade dieser Filler-Kram ist mir langsam aber sicher leer gegangen. Ich habe ganz viele von diesen Main-Gewinnen, ne, auch hier hinten, wie man sehen kann, die Code Red und noch und auch natürlich die hier, die Gloves und so weiter und so fort. Auch hier der ganze Kruschel. Aber der Kram zum Auffüllen, das will ich euch halt eher nicht geben. Also sowas... Nee. Somit sind wir mit dem Gambling auch schon wieder durch. Jetzt kommt noch geschwind das Giveaway aus dem letzten Top 10 Video und zwar die Glock 18 Water Elemental. Dieses leckere Teilchen hier. Um daran teilzunehmen, musste man einfach nur kommentieren, man musste nichts Spezielles schreiben. Natürlich freue ich mich gerade bei den Top 10 Videos, wenn ihr eure eigenen Top 10s eben auch schreibt, ne? Von wegen, auch guck mal meine Top 3, Top 5, wie auch immer von den Deagles. Aber hier konnte jeder gewinnen, auch wenn man nicht eine eigene Top 10 gemacht hat. Und Kryter ist der nächste sogar mit der eigenen Top 10. Ja, geil, Mann. Geil. Meine Top 5 CSGO-Skins ever. Okay, das ist natürlich crank. Da habe ich schon gelesen. Es hat jemand gefragt gehabt, warum die Blood Tiger da drin ist. Bin beim Giveaway dabei, aber bitte No Name darf nicht wieder gewinnen. Kryter, perfekt, perfekt. Du bist somit der nächste Gewinner. Wir machen es wie gewohnt. Und zwar schreibst du unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Wow, ich habe gewonnen, cool, ne, bla bla bla. Und danach machst du noch Folgendes, bitte. Du schreibst auf deinem YouTube-Kanal hier in die Videobeschreibung einfach deinen Trade-Link rein. Vielen Dank. Und natürlich habe ich auch schon das nächste Giveaway ready. Heute gibt es Folgendes. Eine USPS Ticket to Hell. Und noch diesen Broken Fang Holo Sticker. Wenn man hier mitmachen möchte, macht man Folgendes. Und zwar schreibt man in seinen Kommentar noch Folgendes hinzu. Wirst du bei dem Twitter Giveaway, das wir jetzt dann eben bei mir auf dem Twitter-Account starten, Link ist in der Beschreibung, mitmachen. Wirst du daran teilnehmen. Es geht wie gesagt um $10 Daily Skins Guthaben. Also es wird euch aufgeladen, also es wird einem von euch aufgeladen, dem Gewinner eben. Und der wird dann damit machen können, was er will, also halt spielen können. Wirst du mitmachen? Ja oder nein? Oder du hast kein Twitter oder sonst was, irgendwas dazu. Und schon ist man mit bei diesem Giveaway dabei, also bei der Ticket to Hell und bei dem Sticker. So, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich hier, wie immer, bei euch fürs Zusehen.
Danke auch für die Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Ich bin bei den Kommentaren endlich jetzt am neuesten Punkt angekommen. Also ich kann jetzt immer wieder die aktuellen Kommentare kommentieren. Ich hatte einen ganz schönen Wulst noch übrig an alten Kommentaren, aber jetzt bin ich eben up to date. Also haut da rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Dort gibt es immer diese großen Giveaways, von denen ich jedes Mal spreche. Haut da rein. Let's go. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.